Hallo, Werner ist mein Name, Werner Kasulske. Ich treffe mich mal mit meinem Arbeitskollegen Paul, ein ganz frommer Typ. Sonntags immer in der Kirche, aber er ist trotzdem ganz nett. Kommt mal mit. Hallo, Taschen. Handpilz bitte. Ja. Bitte schön. Wie siehst du denn aus, sag mal? Warst du auf eine Schönheitsfarm? Nee, Kasulske. Nur beim Friseur. War dran. Mit dem Älterwerden wären die Haare ja nie besser, ja. Naja, wenn ich dich so betrachte, siehst du jetzt auch mehr wie ein Frommer aus. Eigentlich genau das, was ich immer vermeiden wollte, ja. Times are changing. Aber nun gut, nun hast du mir ja gefunden, wa? Prost. Prost, Kasulske. Auf unseren erfolgreichen Advent. Auf unserem was? Advent. Na, ich denke, das ist immer sonntags. Naja, der Adventssonntag, der kirchliche, ja, der ist Sonntag. Aber Advent, das kann immer und überall sein, ja? Verstehe ich nicht. Advent kommt aus dem lateinischen Adventare. Das heißt nichts weiter als Ankunft. Naja, und angekommen sind wir ja wohl hier im Schuh, oder? Das heißt, wenn wir wieder auf Arbeit ankommen, haben wir Advent oder was? Kann man so sagen. Weil immer kommt irgendwo irgendeiner an. Und damit hast du immer irgendeine Ankunft. Die Frage ist nur nicht, ob irgendwo irgendwer ankommt, sondern ob da einer ankommt, der mir was bedeutet, der mir wichtig ist. Und daran denken wir an Adventszeit und deswegen singen wir Lieder von der Ankunft. Da fällt mir was ein. Ich war gerade beim Einkaufen. Guck mal, was ich mir gekauft habe. Ich warte schon mal auf die Ankunft vom Weihnachtsmann. Na gut, wa? Manche warten drauf, wa? Aber ehrlich, ich warte doch nicht auf eine Erfindung von Coca-Cola. Hä? Was? Coca-Cola? Ich denke, das Fest gibt es doch schon viel länger irgendwie. Stimmt. Also das Weihnachtsfest ist von den Christen. Und da gibt es ja auch, war den Nikolaus, das geht auf so einen alten Bischof zurück, ja? Aber den Weihnachtsmann, wie man von den Bildern kennt oder von deiner Mütze her, das hat Coca-Cola erfunden. Und ganz ehrlich, auf sowas warte ich nicht, ja? Ach so, stimmt. Ich erinnere mich. Die Christen singen immer vom Christuskind in der Krippe, was da kommt und so. Ja, singen wir. Stimmt aber nicht ganz. Klar, wir denken daran, dass Gott Mensch wurde, ja, und dass er eben auch als Kind in der Krippe angefangen hat. Übrigens, das Bild von der Krippe, ja, das meint eben wirklich, dass Gott ganz nach unten kam. Ja, dass er als ein Obdachloser in einem Stall geboren wurde. Das heißt, der hat sich gleich gemacht mit den Ärmsten der Armen. Ja, und genau daran denken wir in der Adventszeit. Was heißt denn das nun wieder? Ist Christus ein anderer als das Christuskind? Nee, kein anderer, aber anders. Kick mal, Kasulske. Du hast Geburtstag, ja? Da kommen Haufen Leute vorbei. Und dann bringen sie dir Windeln und eine Rassel mit und gratulieren dir und sagen dir, was du doch für ein niedliches Baby warst. Na, da würde ich mir aber ziemlich albern vorkommen, komisch. Ich glaube, ich würde den Rasseln um die Ohren hauen. Naja, und inkontinent sehe ich ja nur nicht aus. Naja, ist so. Und ich denke mal, Jesus geht das genauso. Der denkt sich manchmal, was haben die bloß aus mir Geburtstag gemacht? Denn der ist ja kein Kind geblieben. Ja? Aus dem Kind wurde ein Mann. Und diesen Mann haben sie dann ans Kreuz genagelt. Und dann ist er gestorben. Und dann ist er von den Toten zurückgekehrt zu den Lebendigen. Und auf den warte ich. Das heißt, ich warte im Grunde auf den, der schon da ist. Mann, Paul, wer soll denn das noch verstehen? Ich kann doch nicht auf ihn warten, der schon da ist. Das geht doch ja nicht. Entweder ist er da oder nicht. Entweder kommt er oder er kommt nicht. Nun, der ist der Chef von Janze. Da geht das schon. Ja? Der kam einmal als ein Kind.
Und dann kommt er nochmal wieder als der, der die gesamte Menschheits- und Weltgeschichte auswerten wird. Und in der Zwischenzeit ist er mit seinem Geist bei seinen Leuten. Und insofern ist bei mir immer Advent, weil Jesus ständig in meinem Leben dabei ist und kommt. Das heißt, Advent heißt für mich, dass ich ständig und immer mit ihm rechne. Das ist Advent für Paule. Und was ist Advent für dich? Genau darum geht, ja. Dass eben sehen, Jottes alle die Lehen ist. Deswegen halt ihr auch Jottes Sehen ihr wünscht. Naja, dafür bin ich auch nicht schlauer. Also, Jottes Sehen meint das.